Guten Tag, liebe Freunde. Seid wieder herzlichst gegrüßt auf dem meinigen Kanal in dem Let's Play Odyssey im Auftrag des Königs. Ich habe gerade eben Valentino seine Truhe ausgeräumt und dafür diese alte Paladin-Rüstung reingeballert. Mal gucken, jetzt will ich ihn nicht bei Lord André anschwärzen, sondern ich möchte ganz gerne ihn selber nochmal dazu befragen. Den Valentino. Oh, ja, muss noch ein bisschen einrennen. Gerade eben frisch begonnen, dann ist das mal manchmal so. Man sollte auch mal beim Einrennen immer nach oben und nach unten gucken. So, dann schauen wir mal, wo der Valentino steckt. Vielleicht ist er ja wieder beim Pfarrer da. Beim da hinten irgendwo. Nee, das ist nicht richtig. Wir müssen hier rum, ja. Ja, sorry. Rechts oder links? Das ist hier die Frage. So, Valentino, hey. Schauen wir mal. Nö. Mal gucken, wie ich mich entscheide. Hieß es ja im Logbucheintrag. Das heißt, die Entscheidung kann ich aber erst bei Lord André machen, ne? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? So, pass auf, folgendes. Wir gehen doch zu Lord André hin. Und vielleicht kann ich da dann die Entscheidung machen. Und übrigens auch wieder mal herzlichen Dank für eure Kommentare und Einträge. Lord André ist doch nicht hier, du Brockel. Er ist doch in der Kaserne. Ja, man wird älter und immer älter. Ja, wie schon gesagt, ich müsste dann mal gucken, ob... Erstmal nochmal Dankeschön wegen der Kommentare. Es ist ja so, dass ich ja vergessen habe, nochmal zum Schiff rüber zu gehen, weil Herr Taris mir das mit dem Hebel erzählt hat. Ich sollte doch mal genauer gucken. Das werde ich hoffentlich heute hier nochmal nachvollziehen können. Und aufgeschrieben habe ich mir auch, dass ich bei Rengaro nochmal mehr die Leute auflisten lassen soll. Wer so alles in der Diebesgilde ist. Aber gucken wir mal bei André. Wegen Valentino. Ich speichere lieber mal. Nachher gibt es wieder irgendwas, was ich nicht entscheiden kann. Ich möchte eine Anzeige machen. Was? Nein. So? Um was geht es? Heimtücke oder Ehrgefühl? Seht ihr, was ist das? Heimtücke oder Ehrgefühl? Ich fange mal an mit Ehrgefühl. Ich wollte melden, dass irgendjemand dem Bürger Valentino eine alte Paladin-Rüstung untergeschoben hat. Tatsächlich? Bei Innos. Welcher Schurke hat das getan? Er hätte verdient, sein Leben lang in den Minen von Korinnes zu schuften. Der Name desjenigen ist mir nicht bekannt. Ich hörte nur zufällig eines Abends davon sprechen. Leider war es zu dunkel, um jemanden erkennen zu können. Nun, da ist nichts zu machen. Doch ich danke dir, dass du die Sache gemeldet hast. Du hast dadurch verhindert, dass ein rechtschaffender Bürger zu Unrecht einer Straftat bezichtigt wird. Okay. Ich glaube, die erste Auswahl wäre natürlich zu Ungunsten von Valentino ausgegangen. Dann gucken wir doch mal ins Logbuch. Erfüllte Mission, alte Paladin-Rüstung. Ich habe Valentino nicht angeschwärzt, das wäre einfach zu gemein gewesen. So eine niederträchtige Tat schickt sich auch nicht für einen angehenden Paladin. Also deswegen Ehrgefühl. Ja, gucken wir noch mal weiter zu Rengaro. Ist der denn hier in der Nähe oder wo will ich denn jetzt hin? Jetzt bin ich hier hinten rum. Kann ich hier noch was auflesen? Ja, zack, 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 zack. Deswegen bin ich hinten rumgegangen. Ja. Rengaro, da sollte ich natürlich eine neutrale Klamotte anziehen. Ist er denn auch hier? Ganz wichtig, eine neutrale Klamotte. So, und zwar nehmen wir mal wieder die Krollerplattenrüstung. Wo war die nochmal? Kann man die hier gut sehen? Da ist sie. So. Denn nachher gibt es nämlich Klitsche. Eventuell Klitsche, ich weiß es nicht. So, dann verrate mir doch mal, wer denn noch Mitglied ist. Wer ist eigentlich noch Mitglied in der Diebesgilde? Warum willst du das wissen?
Nun, immerhin bin ich jetzt Mitglied eurer Gilde. Da könntest du mir ruhig mehr Vertrauen schenken. Na schön. Zur Gilde gehören noch Nagur, Mike und Truman. Okay. Das ist bestimmt jetzt eingetragen worden unter die Diebesgilde. Kann man sich natürlich vorstellen. Ich will geschickter werden. Apropos Potenz. 63 Lernpunkte, Stufe 78, 5. Magiekreis. So, ich könnte eigentlich noch Einhänder, Zweihänder, könnte ich eigentlich noch ein bisschen mehr upgraden, finde ich. Weil ich gucke auch andere Let's Plays nicht, aber andere Kanäle. Ja, Let's Plays sind es für Gothic und da ist mir auch irgendwie, habe ich mitbekommen, dass man mindestens 90 haben sollte bei Zweihandwaffe. Und das wäre dann am besten irgendwie auch. So, jump mal hier rüber. Du sollst aufs Dach jumpen. Ah, Glück gehabt. Weil ich wollte nämlich noch mal ganz schnell zum Schiff hin. Zum Shape. Da werde ich mich jetzt mal eben schnell hinbegeben. Ei, da wären wir. Und das war ja das hinterste Schiff. Gucken wir mal nach. So. Hier haben wir einen Schalter. Und jetzt mache ich mal sicherheitshalber meine Fackel an. Ach ja. Tolle Nummer. Die ist ja noch im Zwischengang drin. Wieso macht man denn nicht nur ein Gitter, Leute? Wieso müsst ihr den Radio-Mickey, hätte ich beinahe gesagt. Wieso müsst ihr mich denn da so verwirren? Aber nee, das ist gut. Das ist nichts anderes, als dass ich hier nichts Besonderes finde, außer einer Streckbank. Okay, alles klar, haben wir das auch geklärt. Können wir wieder von Bord. Ja, jetzt befinde ich mich am Tor Richtung Xardas Turm und ich kann mich erinnern, dass hier oben, dass ich damals im Kampf hier oben einen erschossen habe. Nur mal gucken, ob er noch da liegt. Nee. Dann ist es der andere Turm gewesen. Tja, schade. Okidoki. Dann werden wir mal wieder fix heruntergehen. Jetzt gibt es ja noch die Quest mit Cornelius Begnadigung. Da gucken wir auch mal kurz drauf. Und Cornelius, ja, da brauche ich jetzt nicht reingucken, ist ja in der Höhle. Das heißt, in der Höhle da, wo die Banditen mal waren, also in einer anderen Geschichte, die ich mal gespielt habe. Ja, und während wir da jetzt mal hinlaufen, um zu gucken, ob wir irgendwelche weiteren Suchenden finden. Das ist aber nichts. Oder eventuell sogar noch ein paar restliche Orks. Dann könnten wir noch ein bisschen was erzählen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich erzählen sollte. Was es Neues gibt oder sowas. Doch, es gibt was, aber das ist noch in petto. Das ist eine große, große Überraschung. Aber ich will dann noch nichts. Es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Liebe Freunde, jetzt gucken wir mal. Ist Cornelius denn noch hier? Was gibt's denn hier? Gibt's hier noch was zu loten? Loten? Nee, nix Lot. Lot. So, Cornelius. Der Stadtschreiber oder sowas. Lord André, kann ich dir helfen? Ah, er hat noch eine Hilfequest. Kann ich dir helfen? Ich komme alleine klar. Lass mich in Ruhe. Ja. Okay, Lord André schickt mich. Moment mal, ich muss erstmal speichern, bevor ich wieder irgendwas falsch mache. Lord André schickt mich. Oh weh, ich bin verloren. Im Gegenteil. Lord André und Larius wären bereit, dich zu begnadigen, wenn du wieder in ihre Dienste trittst. Was? Ich soll begnadigt werden? Und darf sogar wieder in die Dienste des Statthalters treten? Ja, man weiß jetzt, dass du von jemandem unter Druck gesetzt wurdest und ist bereit, dir zu verzeihen. Also, bist du dazu bereit? Ich... Ja? Nun, tut mir leid, aber ich werde dieses großzügige Angebot ablehnen müssen. Bist du sicher? Wenn du ablehnst, wirst du nicht begnadigt werden. Ja, ich bin sicher. Und wenn ich nicht begnadigt werde, muss ich damit leben. Tja, so ein Schisser. Warum lehnst du die Begnadigung ab? Das möchte ich nicht sagen.
Du scheinst vor irgendjemanden Angst zu haben. Wer ist es? Warum interessiert dich das? Lass mich doch einfach in Ruhe. Sind es vielleicht dieselben, die dir den Auftrag gegeben hatten, eine falsche Aussage zu machen? Nun, ich... ja. Aber sie haben mir verboten, über sie zu reden. Du musst keine Angst haben. In der Stadt bist du sicher vor ihnen. Meinst du? Ja. Aber wir müssen erst in die Stadt gelangen. Und so weit kommen wir nicht. Warum? Sind die Burschen etwa in der Nähe? Ja. Und ich bin sicher, dass sie mich umbringen, wenn ich dir folgen werde. Mhm. Dann beschützen wir ihn mal. Aber was für Scherben. Nun, dann bin ich bereit, wieder als Schreiber zu arbeiten. Dann kann ich dir ja auch deine Begnadigung aushändigen. Danke. Ich denke, es reicht, wenn ich dich bis kurz hinter das Stadttor bringe. Komm mit. Gut, ich folge dir. Also, ich weiß nicht. Also, der Weg hierher war ja unbezwingbar, hätte ich mal gesagt, aber der ja unbescholten, der Weg. Jetzt, wenn wir hier rausgehen, vielleicht ist da irgendwas. Ach, du liebes Bissle. Da ist nämlich so ein Scherger, so ein schwarzer Suchender und der ist nicht so gerade so spaßig. Oh, weia, mal gucken, wie machen wir denn das jetzt? Er fällt kaum auf da. Gucken wir nicht jetzt ein bisschen hier. Da ist er. So, kommst du weiter rein? Der ist nach vorne gegangen. Okay, da müssen wir halt eben... Moment. Ich habe meine... Oh, Leute. Beinahe hätte ich es verpasst. Ich brauche hier eine bessere Rüstung, liebe Leute. Dann bin ich ja 0, nichts im in den... Auch das noch. Wenn man nicht an alles denkt, ne? Gut, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Jetzt. So, machen wir mal hier den schnellen. So. Hat er mich getroffen? Er hat mich nicht getroffen. Der kam auch nicht dazu. Sehr gut. Herr Cornelius ist gut. Braucht die Sachen vom Suchenden. Na, das ist ja eine tolle Sache. So, wenn einer da ist, da sind garantiert noch andere auch noch irgendwo. Da ist schon ein Beispiel der nächste. Genau. Dann werden wir mal speichern. Und wenn das Einzelne sind, dann kann ich doch einfach mal... Ich hoffe, dass es nur Einzelne sind. Gucken wir mal. Okay, pass auf. Daneben. Ah, Mann! Nein. Das war gerade knapp. Menno, Cornelius, komm an hier, ich dampfe noch. Und es wird wieder dunkel, munkeldunkel. Kommst du mit? Komm mit. So, jetzt lieber mal vorsichtshalber mal scouten. Wie schon gesagt, Bockscharf. Schafsbock. Gucken hier irgendwo? Nein. Also, wir befinden uns jetzt gerade hier in der Eskorte zu Cornelius, zum Cornelius Schutz, Schutzen des Cornelius Suchenden. Oh, bei mir geht alles drunter und drüber hier im Kopf. Ein Suchender nach dem anderen. Aber so wie es aussieht, ist das wieder auch nur einer. Dann werden wir auch wieder attackieren. Ich hoffe, dass das klappt. Der fängt schon an zu schießen. Ich hab doch eben abgespeichert. Mann. Los. Das ist Mist. Im Kampf macht er auch noch. Ja, Leute. Muss ich nochmal probieren. So, da geht er rüber. Ah, Mist. Oh. Oh, weia. Der hat seinen Blick auf mich gerichtet, dieser Suchende. Das ist nicht schön. So. Bin ich jetzt im Rennmodus? Ja, zum Glück. So. Der Cornelius ist in Abwarteposition. Ah, der ist direkt bei mir. Guck. Da muss ich schnell agieren. Was soll das? Ah, er trifft mich nicht. Doch, einmal. Oh.
Cornelius, hast du das gesehen? Wie geht's dir eigentlich? Ach, dem geht's noch ganz gut, ne? Ach je, ach je, ach je. Ich mach mal lieber noch ein bisschen speichern und trinken. Oh, gucken wir mal, ob noch mehr sind. Der Weg ist doch nicht lang, liebe Leute. Oh, der Mond schien helle. Conny, komm. Wir müssen gucken. Irgendein Suchender hier noch dumm rumsteht, der uns gefährlich werden könnte. Ja, da ist wieder einer. Haha, wie nah ist denn der dran? Das kann man kaum erkennen, liebe Freunde. Kaum erkennen, aber trotzdem Sicherheitsabstand werden wir mal speichern. Und versuchen, den Suchenden auszutricksen. Nee, das sind mehrere. Eins, zwei. Menno. Und das alles ohne Dandolo. Können wir irgendwie einen anderen Weg nehmen? Komm, wir versuchen mal einen anderen Weg zu nehmen. Ist doch nicht zu fassen. Denn gegen zwei komme ich nicht an. Und du bist ja auch nicht gewillt mitzukämpfen. Du hast ja gar keine Waffe dabei. Allein schon deine Stimme. Cornelius, deine Stimme klingt ja irgendwie... Kampfverhalten, kann ich dir helfen? Okay, nein, wir werden erstmal versuchen, einen anderen Weg zu finden. Und zwar hier runter. Nein! Sind das die gleichen? Tatsache, es sind die gleichen. Oh, Leute, 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 nee. Naja, vielleicht gibt es doch noch irgendwie eine andere Möglichkeit, hier rumzukommen. Hauptsache im großen Abstand weg. So, gucken. Ach, da ist das Tor. Hoffentlich springt er auch mit runter, der Cornelius. Hoffentlich. Ja, das tut er. Sehr gut. So. Ja, da hinten sind sie. Der Sicherheitsabstand ist gewahrt. Okay. Hier runter. Okay. Die Suchenden, die müssen wir dann später mit dem Dandolo hinkriegen, ne? So, jetzt sind wir hier. So, Cornelius, bis kurz hinter Stadttor haben wir dich jetzt hingebracht. Dann gehen wir doch mal gleich hier zu Lord André hoch. Nein. Aber sicherheitshalber werde ich nochmal abspeichern. Dum, dum, dum. Was du nicht sagst. Oh, Regis. Regis ist ein Jäger, ne? Mal gucken, ob er was sagt. Und sonst? Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Oh. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Toll. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Ja, der größte Lump in diesem Land ist und bleibt der Denunziant. Wer erzählt denn sowas? Junge, was ist denn hier draußen los? Also Leute, ihr habt ja wahrscheinlich eventuell mitbekommen, dass ich ja hier schon seit längerer Zeit eine Baustelle sozusagen hier ein paar hundert Meter weiter weg habe. Und? Kommst du mit? Gut. Und jetzt bin ich im Kreis gelaufen, werden. Nee, doch nicht. Und da... Oh, Cornelius, komm. Und da fetzen hier die ganzen Gliederzüge, LKWs mit Bauteilen rum. Und die sind schon seit über einem Jahr hier am Bauen, Leute. Und sorry, wenn das irgendwie mit ins Mikro ist, deswegen labere ich hier ein bisschen. Sogar nachts kommen die. Verfahren sich hier auch. Weil sie nicht wissen, wo das ist. Das Link liegt mich ein bisschen versteckt. So, wen haben wir hier? Hier haben wir den Wulfgar. Wie immer in Andreas Nähe. In Andreas Nähe. In Lord Andres Nähe. Ja, Lord André, du bist natürlich wieder weg. Bist du eventuell am Schlafen? Das ist ja ziemlich dusselig. Ach nee, André hockt in seinem Oma-Ohrensessel. Okay, gucken wir mal. Hab ich jetzt wieder was verpasst? Lieber Cornelius, vielleicht muss ich nochmal kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ich komme alleine klar. Lass mich in Ruhe.
Logbuch. Sub. So, Cornelius folgt mir in die Stadt. Ich begleite ihn bis kurz hinter das Stadttor. Da waren wir auch. Und Lord André? Reagiert nicht. Was heißt das? Dass ich ans andere Stadttor muss? Sehr komisch. Kann natürlich sein, ne? Dass dann der Trigger ist. Da siehst du quasi mal links rum. Meinst du, mir geht es besser? Hallo. Mach mal hin hier. Der arme Kerl kann einem leid tun. So. Machen wir das Ganze nochmal. Das Spielchen nochmal. So. Und tun so, als kämen wir jetzt aus der Richtung. Gibt es hier noch Suchen? Nein, gibt es nicht. Was brennt denn hier? Ein Pfeil. So, jetzt muss es klappen. So, Cornelius, bis hinter diese Stadttor sind wir jetzt gegangen. Wir sind jetzt hier, bis hinter Stadttor. Machen wir noch ein bisschen weiter rein. Jetzt muss es aber klappen. Nee. Was ist denn jetzt wieder los? Warum funktioniert das nicht? Ich habe ihn doch hier sicher in die Stadt gebracht. Mich brauchst du nicht zu fragen. Grübel, grübel. Okay, ich habe ein bisschen nachgegrübelt und am besten, ich sollte mal so denken wie ein Computer. Und zwar erinnert mich das so an die alten 80er Jahre, wo ich mit meinem ersten Homecomputer Basic programmiert habe. Das war die allumfassende Programmiersprache. Da gab es immer einen schönen Befehl oder zwei Befehle, meistens in einer Zeile, natürlich nur in einer Zeile, und zwar if then, also wenn dann. Und so gehe ich jetzt vor, denn ich habe die Vermutung, ich bin mir nicht sicher, ich habe die Vermutung, dass Cornelius nur dann, na? Hier hat es ein bisschen länger gedauert, vielleicht ist es jetzt richtig. Also ich habe die Vermutung, wenn ich alle Suchenden auf dem Weg, Moment mal, gekillt habe, da sind ja noch zwei, die uns ja im Weg waren, ne, zwei Stück, zack, Moment mal, da sind noch zwei, genau, zwei Stück. Dass, wenn die auch weg sind, dass dann, if all the Suchenden are weg, then Cornelius will reden mit dir. Nee, doch nicht. Jetzt ist auf einmal die Konversation da. So, da sind wir. So, da sind wir. Das ging ja gerade noch mal gut. Ja. Ich hoffe, dass es das letzte Mal gewesen ist, dass mich diese unheimlichen Gestalten belästigt haben. Ich werde jetzt zum Rathaus gehen. Du kannst ja Lord André schon mitteilen, dass ich bald da sein werde. Cornelius. Na, geh aber vorher warm duschen. Sorry. Aber diese Stimme ist herrlich. Und das macht es übrigens aus. So, und nicht immer nur so gleiche Stimmen, sondern einfach mehr. Ja, jetzt ist es dunkel hier. Mehr. Jetzt mag ich es gar nicht hier. Mehr Vielfalt. Dialekte. Was liegt hier? Bolzen. Mehr Dialekte und. und Charakter. Das bringt's wirklich so. Jetzt ist es echt dunkel hier, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hier ist nämlich genau richtig. Ja, schön. Sodele, ihr haltet alle schön Wache. Leute, was ein Ding. So, jetzt kann ich meine Fackel wieder ausmachen. So. Und ich habe echt gedacht, man müsste echt alle Suchenden erstmal killen, bevor die ganze Geschichte hier läuft. So, Lord André ist bestimmt ein schlafloser Mensch. Ja, genau. So, André, jetzt haben wir es aber mal geschafft hier. Cornelius wird wieder für dich arbeiten. Cornelius wird wieder für euch arbeiten. In Kürze dürft ihr hier eintreffen. Sehr gut. Da muss ich mich nicht mehr um den ganzen Papierkram kümmern. Diese gute Nachricht ist mir einige Goldstücke wert.
Herzlichen Dank. Es wäre unmöglich, ne? Das wollen wir auch nicht mal riskieren. Gucken wir mal. So wie das aussieht, haben wir jetzt die Begnadigung für Cornelius erledigt. Genau. War da aber nicht noch was? Ich habe Cornelius, Cornelius, dunkle Gestalten. Ich habe, ja, nur das. Alte Paladin-Rüstung, die ist noch nicht erledigt, aber warum? Ich habe Valentino nicht angeschwärzt. Ja gut, dann haben wir das. Ich wurde mal jäh unterbrochen gerade eben, deswegen gab es eben diesen harten Übergang. Was heißt hart, aber diesen smoothen Übergang und ich bin ein bisschen dunkler im Gesicht. Es gab ein längeres Telefonat, aber alles gut. Okidoki, haben wir das nämlich auch geschafft. Für den König! Ja, ja. Ach ja, wie wär's, wenn ich doch mal irgendwo eine Runde schlafe? Jetzt bin ich aber hier schon zu ebener Erde. Ach, dann schlafe ich einfach hier mal eine Runde. Genau. Jo, bis hierhin. Auch für den König. Oh ja, Bodo. Als alias Peck. Ja, da ich leider nämlich nicht hier in der letzten Folge Abreise von Gerbrand, Abreibung für Gerbrand gekommen bin, ist die Mucke wieder aus. Ach, da kommt sie wieder, alles klar. Leider nicht gekommen bin, muss ich mich irgendwie nochmal auf die Suche begeben hier in den letzten Minuten. Vielleicht finde ich ihn da irgendwo. Also, bis dann. Ja. Da ist Gerbrand hier, im Hafenviertel, mit seiner Frau. Mal gucken, was seine Frau sagt. Das ist doch lange bekannt. Nix. So, Herr Gerbrand, pass mal auf. Schöne Grüße von Fellan. Schöne Grüße von Fellan. Was soll das heißen? Das heißt, dass du jetzt eins aufs Maul bekommst. So, das wollen wir mal sehen. Oh, Moment mal. Ich sollte doch eine Anspruchrolle nehmen. Damit hier keiner mit reinkommt. Wo packen wir ihn denn hin? Am besten, wir werden ein bisschen irgendwo woanders hinflüchten. Am besten hier so rum. Na, das ist gut. Herrlich. Ich glaube, hier ist keiner mehr oben. Ja, gut, okay. Machen wir es. So, Herr Fellan, Gerbrand. Schöne Grüße von Fellan. So, fertig. Wir haben Krückstock da. Apfelschinken, Wacholderbrot, Käse, 13 mal Jolt. Herrlich, herrlich, herrlich. Dann wach mal auf und dann will ich mal hören, was du zu sagen hast, nicht? Herrlich, herrlich, herrlich. Hallo. So, komm wieder hoch. Oh, mein Schädel. So, trink dir noch einen, richtig. Und warte dann mal. Nicht abhauen. Verdammt, meine Knochen. Selbst schuld. Beim nächsten Mal tut's noch mehr weh. Also überlege dir gut, ob du nochmal jemanden fälschlicherweise des Diebstahl bezichtigen wirst. Ich mach, was ich will. Kapiert? Nein. Anscheinend hast du noch nicht genug. Mann, lass mich bloß in Ruhe. Ich sag ja schon nichts mehr. Okay. Warte mal. Noch was? Alles klar. Dann gucken wir mal ins Loggi-Boggi. Was sagt denn hier? Abreibung von Gerbrand. Gerbrand hat mir von kräftigen Denkzettel erhalten. Fellan wird sich sicher darüber freuen. Also zurück zum irren Fellan. Wie komme ich eigentlich auf irrer Fellan? Ich glaube, das war doch eine Quest in Gothic 1. Der irre Fellan. So, Herr Fellan, wo bist du denn jetzt? Warst du nicht irgendwo? Oh ja. Nee, er war ja hier. War weiter hinten. So, hier sollte er sein. Da ist er. Diesmal an einer anderen Stelle. Herr Fellan. Hey. Tolle Nachrichten. Gerbrand hat seine Strafe erhalten. Sehr gut. Dann hat er zumindest so dafür gebüßt, dass er mich bei Lord André angeschwärzt hat. Hier, deine 100 Goldstücke. Und nochmals, danke für deine Hilfe. Sehr schön. Aktuelle Mission. Abreibung für Gerbrand drin. Ja, und danke für euer Zuschauen. Schalte beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es weitergeht hier mit Odyssey im Auftrag des Königs, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und bis später. Euer David. Tschüss.